Hallo Leute, mein Name ist Alexander Luhn, ich bin Finanzierungsvermittler, spezialisiert auf Immobilien als Kapitalanlage. Und ich bin Mitglied des Immocation-Expertenteams, naheliegenderweise natürlich auch für das Thema Immobilienfinanzierung. Und jetzt hat mich eine Frage, habe ich bekommen per Privatnachricht hier aus der Community von dem Sven. Erstmal Sven, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mir die Frage zu stellen. Schreibt: Hallo, lieber Herr Luhn, ich kenne Sie aus der Immocation-Gruppe und habe schon viele Beiträge von Ihnen verfolgt. Ich interessiere mich für das Thema Immobilien und überlege, in diese Richtung zu investieren. Doch ich habe mir die Frage gestellt, ob es für die Bank ein Mindestgehalt gibt, was ein Angestellter mitbringen muss, monatlich, um überhaupt einen Kredit zu bekommen. Also, was ist das mindeste Einkommen ist, um für eine Finanzierung in Frage zu kommen? Können Sie mir da weiterhelfen? Vielen Dank schon mal vorab. Ja, kann ich oder vielleicht eventuell auch nicht, ist ein Thema, was ganz, ganz schwer zu pauschalisieren ist, weil die Banken pauschalisieren an der Stelle natürlich doch und haben irgendwo ihre eigenen Erfahrungswerte. Wie viel Geld jemand in einer bestimmten Region, also beispielsweise hier bei uns in Hamburg, ist allgemein das Leben irgendwie teurer als jetzt in Thüringen beispielsweise, wo ich aufgewachsen bin. Also weil das teurer ist, muss jemand in Hamburg, um hier einen Immobilienkredit zu verdienen, zu bekommen, mehr verdienen als jemand in Thüringen. Und Banken wissen auch, das hängt so mit dem Parkinson-Gesetz zusammen, dass das besagt, dass sich die Höhe der monatlichen Ausgaben, dass das absolut nichts mit den notwendigen Ausgaben zu tun hat, sondern mit dem zur Verfügung stehenden Einkommen. Und dass jemand, der mehr Geld verdient, tendenziell auch mehr ausgibt. Wenn ihr es schafft, diesen Trend wirklich umzukehren, das ist übrigens der Schlüssel zur Vermögensbildung. Aber dadurch ist es halt, dass das Einkommen, welches die Bank verlangt, um euch einen Kredit zu geben, an unterschiedlichen Standorten unterschiedlich hoch ist. Und auch wenn ich jetzt in der Kombination, ich verdiene sehr viel, bin aber auch in einer teuren Region, kann das vielleicht mitunter oder ein mittelmäßiges Einkommen in irgendeiner sehr teuren Lage kann vielleicht dazu führen, dass ich damit keinen Kredit bekomme, wohingegen das Einkommen irgendwo anders völlig ausreichend wäre. Also es gibt schon ein paar Unterschiede. Dazu kommen natürlich auch noch so Sachen, wie ist jetzt meine Ausgabenseite? Klar, Banken haben die schon angesprochenen Pauschalen bei den Ausgaben. Natürlich hängt es aber davon ab, muss von meinem Einkommen ich jetzt alleine leben? Oder habe ich zwei eheliche und drei uneheliche Kinder und vielleicht noch eine Frau, die was arbeitet oder halt nicht? Geht von meinem Nettoeinkommen, wenn ich jetzt sehr viel mehr verdiene, noch eine private Krankenversicherung runter oder nicht? Habe ich Konsumschulden? Sowohl Konsumentenkredite als auch Eigenheimfinanzierung, das sind alles Dinge, die es schwer möglich macht, eine pauschale Aussage zu treffen. Worauf ich mich mal festnageln lasse, ist, sag ich mal, also 2000 Euro netto brauchst du mindestens überall, um einen Kredit für eine vermietete Immobilie zu bekommen. Nicht nur, weil dir die Bank darunter sonst keinen Kredit gibt, aber wenn du nicht mindestens 2000 Euro netto verdienst, ist dein Problem nicht der fehlende Immobilienbestand, sondern dass du eventuell erstmal einer Tätigkeit nachgehen solltest und dahin kommen solltest, um ein entsprechendes Einkommen zu generieren. Wenn du jetzt vielleicht noch irgendwie einen nicht arbeitenden Lebenspartner oder Ehepartner hast, rechne nochmal 500 Euro auf das Minimum drauf und für jedes weitere Kind 300 Euro pro Kind. Aber das wirklich alles unter der Voraussetzung, dass es keine anderen Verpflichtungen wie jetzt irgendwelche Konsumschulden jedweder Art gibt. Also 2000 Euro ist so das Minimum für die erste kleine vermietete Wohnung. Ja, für jetzt ein Mehrfamilienhaus, ein kleines, dann soll es eher so in die Richtung 3, 3,5 gehen. Vielen Dank.